Damit geht es weiter. Ich stehe, wie in der letzten Folge gesagt, in Bitterfeld. Der Francesco steht. Wo stehst du genau? Leipzig? Ich bin Leipzig, Hauptbahnhof Tief. Das passt ja genau. Ich in Bitterfeld, du im Hauptbahnhof geendet. Das war doch ein schönes Ende. Und jetzt geht's halt weiter in Richtung. Ja, diese Folge werden wir uns wahrscheinlich begegnen. Rechne ich zumindest mit. Beziehungsweise wir machen jetzt eigentlich jetzt nur noch eine Folge. 2 Kilometer. Kann ich kurz noch gucken, ob die eine Aufnahme gespeichert wurde. Sieht gut aus. Passt. Ich hoffe wirklich, dass Bitterfeld mir jetzt so ein, zwei Minütchen schenkt. Weil hier eigentlich auch Regionalzüge und so treffen, das ist schon, wo sich die Züge mit alle miteinander treffen, das dann, so, der ist unterer Bahnhof, 42. Dankeschön, machst du wieder keine Leistung. Gibt Vollstoff. Eigentlich dürfen wir noch. Ne, wir dürfen ja schon 120 stehen. Ja, wir haben gerade angekündigt, interessant ist. Fahren wir jetzt über diese Überführung. Ach, Scheiße! Ist heute jetzt? Ah, das kann doch nicht wahr sein! Ich fahre direkt ins Wechselblinken. Scheißdreck! Ich habe halt nicht dran gedacht, weil wir die Folge halt direkt auch anwesend aufnehmen. Normalerweise zu blicken, aber wenn ich so einen Quatsch baue vorher, dann schon. So, können wir jetzt mal bitte. Löst doch mal deine nette Bremse und lass mich bitte losfahren, mein Freund. Ich möchte mich nicht noch weiter hier echauffieren. Vielen Dank. Ach, das ist ein Trauerspiel. Was für eine schöne Aufnahmesession. Ich habe übrigens 1,5 Minuten, um 11 Kilometer zu fahren. Oh. Top, die Wette gilt. Ich bin schon zu spät, weil ich langsam aus dem Tunnel rausgekommen bin. Ja, gut, deine Minute da. Bin jetzt bestimmt bei 5, 6 oder so. Wäre gut. Oh, ich muss halten. Aber das Schöne ist halt wirklich, dass wir uns halt wirklich ganz gut abschätzen können und herausfinden können, wer gerade wo ist. Oh Gott, jetzt habe ich die Lava-Bremsmethode gemacht. Bist du am Bahnhof vorbeigesaust? Also, nee, Moment, nicht die Bremsmethode, sondern die, ich will die Bremse rausnehmen Methode. Oder ich lasse mich mal ausräumen Methode und dann hups, doch nicht. Ja, dann voll in die Eisen. So. Ja. Wo bist du gerade? Oder musst du gerade hin? Ich bin, Delitzschütterer Bahnhof, 842 bin. Sollte ich da sein? Delitzscher Bahnhof? Ah, da. Unterer Bahnhof, okay. Ich schätze mal, wer schreibt also, ich schätze mal. Ich kann nicht abschätzen, weil ich da bin, weil musst du mal plus 5 rechnen, wo ich Realität da bin. Ah. Wo mein Zug dir begegnet, wird was anderes sein. Ah, stimmt auch wieder. Ich glaube, so nach Leipzig Messe oder in Rackwitz würden wir uns wahrscheinlich laut Plan treffen. Okay, was heißt laut Plan? Ich bin halt laut Plan halt auch zu spät. Aber keine 6 Minuten. Ja. So. Mir geht's jetzt gerade hier aber voll 160 Geschwindigkeit. Am Limit, ich fahre gerade 163, ja gut, aber. Da komme ich auch gleich um 2,6 Kilometer in der 160er Zone. Du bist jetzt hinter. Wo ist der nächste halt? Leipzig Messe. Achso. Das war halt die Frage, ob ich dich im Dunkeln sehe. Also. Ich hab Lichtzugspitzensignal an, du wirst mich sehen. Ja,
Also ich meine jetzt von wegen KI und so weiter, ne, ob ich die jetzt sehe. Weil ich, bei mir ist jetzt noch kein Zug aufgefallen, muss ich zugeben. Ein Zug ist mir schon entgegengekommen vorhin. So, man sieht echt nichts. Habe ich nicht irgendwie ein Licht noch? Ansteuerkabinenbeleuchtung. Beleuchtungslichter an, ja, ja. Moment, wo haben wir es denn? Trennschalterhöhen. Gelöst. Richtungssender vorwärts, Hauptschalter ein. Das wollte ich auch nicht ausschalten. Oh. Was ist los? Ich habe herausgefunden, wie der Tempomat funktioniert. Mhm. Aber okay, weißt so du, wo, du weißt noch, wo die Lichter sind, ne? Also, Zugspitzensignal und so. Wo sind die beim Zug? Von beiden vier Schaltern unter dem mittleren Dashboard, da ist es ganz rechts. Ganz rechts, Kennlichter, okay. Stimmt der Lichter, heller oh, Lichter. Oh, Kilometer. Jetzt sehe ich auch mal was hier. Jetzt habe ich mal Lichter angeschaltet. Habe ich gerade eine Zwangse wegen Geschwindigkeit bekommen? Nee, doch, hoffentlich nicht. Nee, habe ich nicht. Hat mich nur runtergebremst, weil ich auf 165 war. Ich fahre gerade ein bisschen schneller. 3,2. 3 Minuten, sagt er, aber ich habe nur 3 Kilometer vor mir. Ich will jetzt hier auch die... Ich werde in Delitzsch rabiat halten, das ist mir jetzt egal, ich will Zeit raus. Ja, gut. Das wird echt... Ich schmeiß die Omas durch den Zug mit, oder? Aber das ist dann halt so. Nicht nur durch den Zug. Lieber mit gebrochenem Bein pünktlich beim ICE ankommen, als gar nicht zu spät. Dann siehst du doch genauso. Ach so. Dass die ihren Anschluss... Sind. Können zwar nicht aussteigen in Leipzig, aber ihren Anschluss okay. Kriegt. So muss man das sehen, das noch früher, finde ich. Boah, ich bin fast pünktlich. Ich bin nur 18 Sekunden zu spät gerade. Woher habe ich das nicht geschafft? Also das ist der Wahnsinn, wie die man die Zeit hier rausholen kann, ne? Das Gefühl aber nur du. Ich habe zwischendurch tatsächlich nochmal 500 Punkte bekommen fürs Einsteigen lassen, aber ich weiß auch gar nicht warum. Verstehe ich nicht. Okay, also Moment. Ich bremse jetzt wirklich mit also Notbremse. Könnte, Moment, wenn ich jetzt... Ich oh, das wird glaube ich eine Punktlandung mit Notbremse, das wird schön. Könnte das... Moment, wenn ich jetzt gleich... Wenn ich jetzt gleich... Oder auch nicht. Moment, nee, ich war schon mal unter 10 Sekunden da. Unter einer Minute. War vielleicht... Aha. Okay, es könnte, also Moment, wenn ich jetzt gleich nochmal 500 Punkte bekomme, bekommt man 500 Punkte, wenn man. Okay, das eine halbe ist jetzt Minute, wirklich ein bisschen. Ich stehe jetzt mit einer Tür im Bahnhof, das war zu rabiat. Oh, wow. Ich sollte vernünftiger fahren. Okay. Entschuldigung, ich wollte Zeit rausholen. Okay, ich weiß. Ich meine weiß Damen und Herren, bitte steigen Sie in Delitzsch nur in der vorderen Tür aus. In Delitzsch bitte nur in der vorderen Tür aussteigen. Ich aber ich wollte jetzt, nicht nochmal anfahren, da hätte ich noch 2 Minuten verloren. Ich weiß jetzt. Also. Ich merke jetzt, oh, das ist eigentlich relativ gut, also durch mit diesem Punkt, das ist ja was man auch was overlayen kann, zumindest bei dir funktioniert es irgendwie nicht. Mhm. Dadurch habe ich gerade herausgefunden, dass man fürs Einsteigen lassen 500 Punkte bekommt, wenn man, oh Gott, am Bahnhof angekommen ist, mit maximal einer halben Minute Verspätung. Dann bekommt man fürs Einsteigen lassen 500 Punkte. Und ansonsten halt wird es halt auch abgezogen. Ach guck mal, den schaffst du aber nicht mehr. Es tut mir leid, die Leute, alle Leute, die einsteigen wollen, sich mehr hält zu laufen. Dann müsst ihr aber ein bisschen sprinten hier, nicht so lahmarschig laufen. Ich fahr jetzt ab. Ah, Schlauchzugführer. Hat's er noch? Nee, er steht vor der verschlossenen Tür. Oh, was ist das? Boah, ist da, oh, das interessiert mich jetzt halt gerade auch, ob man halt Punkte abzubekommen, wenn man halt nicht alle Leute mitnimmt. Sofern das halt irgendwie. Ich weiß gerade, wie viele Punkte für ihn halt gekriegt habe. Ja, halt, bescheuert. Wie viele Punkte hast du? 9875. Okay. Du hast mehr, denke ich. Ja, ich hole gerade. Mit 20, mit 10 Vieren halten und zweitens fährst du auch pünktlicher. Deutlich. Ich sag mal so, ich muss ja meine Punkte wieder rausholen, ne? Vom deleteten Profil. Danke, DTG. So. Ach nee, ich dachte jetzt, du musst Punkte rausholen, weil letzte. Bin ich letzte Folge besser gefahren? Weiß ich gar nicht mehr.
Letzte Das Folge ist war einfacher für das, das, mich. das, das Problem ist, wir können es nicht wirklich mit den Punkten abmachen, weil wir halt dann immer unterschiedlich Weiß. gefahren sind. Jetzt fahren wir halt ähnlich. Aber wir Zwar auch können es eh nicht nicht mit den gleich, Punkten aber ab. ähnlich. Erinnerst du dich noch daran, als wir hier auf der Strecke das Duell gemacht Oh, das ist schon so lange her. Da hatten wir doch auch probiert, das miteinander zu vergleichen und festgestellt, das können wir gar nicht miteinander vergleichen, weil die Punkte. Es sei denn, sie haben die Punkteberechnung nochmal anders gemacht, aber ich glaube nicht. Könnte Ich ich denke auch mir das sein. Layout an. Ich glaube, Das sie haben nur das Layout verändert. müssten wir mal irgendwann off-stream testen. Oh. Aber das Duell ging ja auf dem Ding nicht, deswegen. Wir könnten auch das Duell wieder innerhalb des Sonntagsfahrerformat machen. Wenn wir Bock haben. Ja. Also das würde ja quasi zu dem passen, was ich gerade gemeint hatte oder so. Dann könnte man ja irgendwie, keine Ahnung. Ja, auf TSW ging das ja nicht wirklich. Lass uns mal. Vielleicht finden wir ja nochmal eine Train Simulator-Karte. Da passt das irgendwie besser. Oh, Bremse anlegen als bei beiden. Okay. Ich würde nicht sagen, aber Rackwitz Leipzig. Ich suche mal den Rückwärtsgang, okay? Okay. Also, das ist schon mehr als Overshooten gewesen. Ja, ich bin auch einmal völlig dran vorbeigerauscht heute. In Dragoon oder wie es heißt. So. Bi, Ich bi, glaube, ich nehme das bi. Ganze auch ein bisschen mehr als Fun-Format, wenn wir zusammen fahren. Ich nehme das irgendwie ein bisschen ernster, wenn ich alleine fahre. Jetzt bin ich wieder schuld, ne? Nein, das wollte ich nicht sagen, aber wenn ich jetzt am Quatschen bin, dann baue ich halt nur Scheiße. Das wollte ich sagen. Außerdem ist der Schimpfwort-Counter deutlich höher in dem Format irgendwie. Sollen wir da so ein Label dran machen hier? Nicht für. Damit die bösen, bösen Kinder keine Schimpfwörter hören, wenn wir wieder uns hier nicht bremsen können oder so. Weil in dem anderen Format fluche ich versuche eigentlich nicht zu. Komm Okay, vor. wäre so schön in der Zeit gewesen, aber nein, die 18 Sekunden Verspätung habe ich jetzt wieder ein bisschen erhöht um fast eine Minute. Ah, So, belastend. das war ein schöner Halt. Ja, meine auch. Ja, man wird so geschaffen auch. So sollte ich eigentlich die ganze Zeit fahren, aber nee. Was man sollte, was man tut, sind zwar verschiedene Dinge oder wie war das? Was mich Ich halt auch hätte in. heute auch schön durch die Nacht fahren. Schön nach Amsterdam. Was mich halt auch an der Fahrgast-KI interessiert. Also im Grunde genommen stehen ja halt immer Gruppen da, die halt einsteigen wollen, ne? Oder Ja. steigen halt irgendwelche aus. Die Frage ist halt, die Leute, die halt quasi zum Bahnsteig laufen und am Bahnsteig entlang laufen, laufen die einfach nur einen Bahnsteig entlang oder sind die auch so programmiert, dass sie halt irgendeinen Zug nehmen könnten? Oder müssen sie Glaube sich halt nicht. erst Die sitzen ja gruppieren? gerade bei mir neben dem Bahnsteig. Also, die laufen nur den Bahnsteig zum Dreiviertel ab und verschwinden einfach bei so einer Bank. Also nicht mehr beim Ausgang, wo die zur Straße geht. Also so. So gut scheint es nicht programmiert zu sein. So. Fahrgäste einsteigen lassen. Haben wir. Dann können wir Ich jetzt schnell Türen verstehe. verschließen. Jetzt Türen verschließen. Und schnell abfahren. 51. Ja, ich bin noch in Rack. Echt, jetzt müssen wir uns gleich begegnen. Ich bin der Rackwitz nächste. Halt bei mir. Oh. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den Zug gesehen haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, wirst du nicht gesehen haben. Wir fahren ja noch ein paar Meter. Ja, schon, aber ich meine, ich bin eine Minute zu spät. Heißt, ich bin jetzt. Wobei. Na, so gesehen bin ich keine Minute zu spät, weil ich ja eine Minute vor dir bin, also weniger Du habe. hast hier auch einen Bloß. Rackwitz verbremst. Das musst du ja dazu brechen. Oder war das die Nein, Minute? jetzt kommt ein Zug. Das warst du gerade. Bin mir ziemlich sicher. Naja, man muss ja bedenken, so gesehen, für dich fahre ich ja mehr oder weniger auf Zeit, weil du bist ja eine Minute vor mir. Oder? Moment, oder bist. Hä, ich. Nee, Ja, ich war Moment. auch gerade voll zu blöd zu Passt brechen. das? Passt das gerade? Kommt das hin, dass ich jetzt gerade irgendwie so. Ich hab keine Ahnung. Ich habe mich auf alle Fälle gesehen, das heißt, du musst mich auch nicht sehen. Oder du hast mich schon gesehen. Keine Ahnung. Ich hab's gar nicht gesehen, hätte ich gemerkt. Da kommst du. Hallo! Oh, das war ja sogar ziemlich gut getimt. Das war so eine halbe Minute off oder so, ne? Oder Ja. 45, also eine halbe Minute bis 45 Sekunden vielleicht. So genau haben wir es noch nie geschafft, obwohl wir ja nur bis waren. Ja. Das stimmt, ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich immer gehabt, dass einer min. Also, ja, gut, dass das eine immer relativ gut gefahren ist. Oh Gott! Meistens du. Ja, gut, ne, also, keine Ahnung. Ich könnte es auf die Sicherheitssysteme schieben, aber es ist auch meine Unfähigkeit halt. Eben, also prinzipiell könnte man ja sagen, dass eigentlich als einziges valides
Dings, euer Vergleichsobjekt, der eigentlich nur die Folge 2 fahr einfach mit PCB, viel schlechter als ich kann fahren, kannst du eh nicht. Muss halt ein bisschen die Regeln kennen, aber... Ja, das, ich bin noch immer im Bilden, ob ich da irgendwie so eine Art Bootcamp-Ding mache. So, 1,5 Kilometer noch, dann stehe ich in Rackwitz. Und ich fahre ja auch nicht ganz so weit wie du. Ich fahre ja nur bis Leipzig-Konnewitz. Stimmt. Oh, Rackwitz wird bei mir auch richtig knapp. Oder es wird eine Punktlandung. Das Problem bei mir ist Chortau auch sehr knapp geworden. Chortau musste ich gar nicht halten, erstaunlicherweise. Aber ich hab's geschafft. Ich habe in Chortau tatsächlich nicht gehalten, was ich erstaunlich fand. Oh. Das ist der nach. Oh. Okay. Das ist der Nachdings, ne? Ich bin nicht da gehalten, wo er mich halten lassen wollte, aber rein theoretisch. Das, Richtung, das war das, stehen, das ist oder? Der nach Delitzsch unter Bahnhof. Ja, genau, den habe ich nicht gehabt. Oh. Habe ich mich auch gewundert, aber. Oh mein Gott, in Chortau bin ich 7 Sekunden zu spät. Krass. Wie bitte? In Chortau war ich 7 Sekunden zu spät. Du fährst ja echt pünktlich. Wow, trotz des Verbremsers, da merkt man erstmal, also man kann scheinbar, also der Zeitplan ist irgendwie eng, aber irgendwie doch nicht eng. Also ganz merkwürdig irgendwie. Oder meiner ist, von meinem Zug ist eng und von deinem nicht, ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein. Das ist ja komisch, ne? Deswegen wäre es halt interessant, denselben Zug einfach zu fahren. Also, oder halt, sei es halt... Ja, aber lass uns, ich finde es so wesentlich cool. Also ich finde auch fast, dafür sollte man halt nicht Sonntagsfahrer nehmen, weil Sonntagsfahrer ist ja... Meinst du jetzt wieder ein eigenes Format, das Duell nehmen? Ja, dass man halt einfach irgendwie sowas, so eine Art Duell-Ding nimmt und dann halt einfach irgendwie sagt, was ich... Also ich würde, wir schaffen das eh nicht mehr, als dann noch mehr aufzunehmen. Nein, ich meine auch nur allgemein jetzt. Nein, nicht für jetzt, sondern halt für die Zukunft halt, ne? Also ich würde sagen, wir machen das im Sonntagsfahrerformat, weil das einfach... komm, das Format ist offen. Ja, haben schon wir auch wieder. Gesagt. Und dann, wenn wir schon aufnehmen, dann schaffen wir das wahrscheinlich eh nochmal aufzunehmen. Für jede Woche. Sag mal zu, lässt du mich auch wieder losfahren oder soll ich ein bisschen stehen bleiben? Weißt du, was auch das gut ist? Ja, weil ich. Natürlich muss ich ein bisschen stehen bleiben, weißt du warum? Weil irgendein Trottel vergessen hat, die Bremse zu lösen. Habe jetzt 500 Punkte bekommen? Ja, okay. Jetzt bitte. Was sagt er? 56? Ja, ich fahr immer genau dann los, wenn ich eigentlich da sein soll. Okay, also für dich zum Merken, also ich habe jetzt, ich habe bei 160 gefahren, habe ungefähr 1,2 Kilometer vorher, bin ich vom, 1,4 Kilometer bin ich runter vom Gas und bei 1,2 Kilometer vom Bahnhof habe ich dann angefangen zu bremsen, bin dann runter auf 8 gegangen. Und dann später nochmal wieder hoch auf 6 und dann auf 3 und 4 und so weiter und hab noch ein bisschen gespielt und dadurch konnte ich halt trotzdem relativ perfekt anhalten. Also so ungefähr 1,5 Kilometer vorher sollte man schon anfangen zu bremsen. Und auch schon, ja, doch schon mindestens auf 4 runterbremsen. Ja, wie gesagt, bei dem mal, Anstieg ein bisschen besser, kann ich immer so 1 Kilometer bremsen, reicht völlig. Und ich bin hier letztes Mal wirklich mit einem... 612er gefahren, also auch so einen kurzen Triebwagen, diese Triebwagen, und bin da teilweise 600 Meter vorher am Bremsen gewesen. Das ist auch so ein kurzes Ding, war. Der Talent ist ein bisschen länger, aber unwesentlich, finde ich. Aber der hat, wenn ich sogar, die Elektromotoren sind nämlich leichter als diese Motoren, das ist Quatsch. Aber das hat, ich finde irgendwie, der bremst sich wesentlich schwerer. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass halt irgendwie kann natürlich auch sein, dass er halt, weil er ja doch schon relativ von der Bauart halt doch schon relativ neu ist, dass er halt einfach vom Material halt auch ein bisschen leichter ist und halt deswegen. Aber deswegen bremst er schwerer? Dass er vielleicht deshalb mehr Bremskraft braucht oder so? Weil er leichteres Material hat. Ja, dass er halt mehr fliegt, weißt du, dass er halt nicht so viel Gewicht auf die Schienen bringt, sag ich mal. Dass er direkt halt, nee, aber es ist ja nicht das Gewicht, was den Zug runterbremst, es sind ja die Bremsen. Ja,
Ja, schon, aber dadurch durch das Gewicht entsteht ja halt auch Reibung, das darf man auch nicht vergessen, ne? Ah, ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt. Aber bin kein Physiker. Ja, dafür gibt es die Kommentare. Genau. Die sich dann darüber lustig machen dürfen, wie ich fahre. Ich bin hier schon mal gefahren, habe ich auch so versagt. Okay, mal gucken, wann mein letzter Halt ist. Um wie viel Uhr mein letzter Halt ist. Dessau Hauptbahnhof um 19:33 Uhr. Ei, 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 doch noch so lang. Uff. Ich sag ja, das ist lang. Szenario. Alter, bremst du immer noch? Brauchst nicht mehr bremsen, ich stehe vorm Bahnhof. Ja, gut, stehe ich vorm Bahnhof. Sehr gut, das war nicht so geplant. Ich habe die Bremse zu spät gelöst, weil ich sie auf Halten hatte. So, Ja, danke. stimmt. Das ist ein Fast-Szenario von 1:20 Stunden. Deswegen sage ich, ich bin da schon mal Puh. gefahren. Also hätten wir North America. Oh, ich weiß gar nicht, wie NEC ist. Keine Ahnung. Wie Ich glaube, gesagt, wo bin da auch ich nicht, wie halt lang die auch ist. nicht wirklich. Ich glaube, ich bin von North East Corridor, bin ich halt noch nicht die gesamte Strecke gefahren, sondern nur so ein Teilstück. Heißt, das erste Szenario und das zweite, da war ich noch am Probieren. Oh, erst 11 Kilometer, alles klar. Jetzt kann ich Zeit rausholen. Wenn ich vom Bahnhof wegkomme. Nett, nächster Halt Bitterfeld. Er ist in Bitterfeld. Oh, dann würde ich mal sagen, Gas Durch geben, meine Verspätung Tempomat. könnten wir fast sogar pünktlich da ankommen, wo wir hin sollen. Könnte Boah. fast sogar klappen. Boah. Also wenn ich jetzt nicht 100 Meter zu früh gebremst hätte, weil ich ein Trottel war, weil ich die Bremse nicht pünktlich gelesen hätte und die nicht die richtige Taste gefunden habe. Manchmal ist es witzig, was die Zuschauer so sehen bei den Tasten. Bremse erhöhen, ich will lösen. Also, was ich sagen wollte war, ja, könnte fast hinhauen. Die Zeit her. ich muss schon sagen, auch wenn wir halt wirklich im Ich hoffe, Herbst was super fahren ist und bei heute. Nacht fahren und bewölkt, ich finde, also man sieht zwar nicht wirklich viel von den Blättern, höchstens wenn man da wirklich dicht vorbeifährt an den. Also man hat gemerkt, die sind auch schon jetzt verfärbt, wie man ja bei Rohrsieg Nord nicht wirklich erkennen konnte, zumindest im Nachhinein, also die Folge danach. Da wäre das letzte Mal nicht aufgefallen, aber. Auch die Wolkenstruktur, die ist schon eigentlich relativ nice, so denn der weiße Hintergrund ist, also ich habe zumindest so quasi so einen weißen Untergrund und da je weiter das nach oben geht, desto dunkelgrauer wird es und halt dazwischen nur die Wolken, also sieht schon nice aus. Tempomat können wir so noch hier anschalten, easy going. Was mich hier interessiert, das muss ich erstmal gucken, ob der Tempomat auch das hält. Das ist halt die Frage, hält der Tempomat das allgemein? Das heißt, ich kann auf 0 gehen? Also vom Regler her? Muss ich mal testen. Ich will nicht genau sagen. Na. Okay, Ah, Tempomat gut. ist an. Ich Ich glaube, gehe diese jetzt. 3, 4, 5 Minuten, die werde ich jetzt. Ich weiß nicht genau, was ich habe. Woran Okay, sie? kann ich. Perfekt. Francesco? Was? Woran sehe ich, dass wie viel Verspätung ich hatte? Ja, wie gesagt, bei mir, wenn ich. Okay, Nee, ich auf welche muss. Taste? Was? Tab? Nee, bei mir, also wenn ich auf T drücke, öffnet sich halt so ein Feld. Also Auf T ist aber Türen eigentlich. bei mir nicht. Nö, bei mir öffnet sich bei T gar nichts. Ja, irgendwie Ach nee, können Türen wir. ist aber beim Train Simulator. Ja. Können Quatsch wir ja schon gleich wieder. mal einfach nach dieser Folge gucken, was bei dir da ist, auch was irgendwie, keine Ahnung. Also es kann natürlich auch irgendwie sein, dass es halt. Ich habe keine Ahnung. Also ich hab's ja quasi, ich habe das Spiel ja quasi, obwohl. Ah, ist ja die Frage. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Eine Einstellung danach. Dann können wir uns auch da ein bisschen nachhangeln. Da weiß doch, was ich die ganze Zeit gemeint habe. Wenn ich von diesem komischen Menü da meinte. Ja. Geredet habe, meine Güte. Deutsche Sprachen, schweren Sprachen. Jo. Okay, also wenn du. Moment. Also ich könnte quasi mit dem Regler auf 1 gehen. Aber wenn ich auf 0 gehe, schaltet sich der Tempomat aus. Das ist schon mal gut zu wissen. 90 angekündigt. Ich gesehen. Das ist jetzt gerade richtig entspannt. Das ist irgendwie. Okay, 80 angekündigt. Also irgendwie hat das gerade so ein bisschen was so nach dem Motto hier, du. Ja, keine Ahnung. Ist halt sehr entspannt.
Das, also, Tempomat soll es in viel mehr Zügen geben. Weniger Sicherheitszeiten. Ja, mit einer AFB in vielen Zügen. So. 500 Meter, was habe so, ich denn jetzt? Sicherheitssysteme, die halt nur reagieren, wenn ein gelbes Signal auf der Strecke ist. Und so, dass man halt dann erst beschädigen muss als Lokführer und ansonsten halt irgendwie, keine Ahnung, ja. Schon wieder hier mit einer zu starken, zu wenig in der Bremse. Wobei ein automatischer Tempomat ist halt auch... Oh, das auch war jetzt wieder richtig verpeilt hier. Weil das bei dem Bahnhof, denke ich immer, der Bahnsteig ist länger, weil ich das... Krieg ich das noch? Oh, ich krieg das sogar noch. Das war... Aber der hat mir eine Zwangsache gegeben, wofür? Weil ich weiß nicht, bestätigt habe beim Bremsen, ja. Ist mir aber egal, ich stehe eh im Bahnhof. Das ist aber... doch, ich stehe... Ja, die hintere Tür. In Leipzig... Ist das Messe Nord? Nee, Leipzig Nord. Leipzig Nord, bitte nur die hintere Tür benutzen. Eine Tür ist immer. Wir müssen durch den Zug laufen. Ich will die Leute ein bisschen zu Sport animieren. Das haben wir durch den Zug laufen. Alles taktisch, ich merke das schon. Hat der drei Türen? Tatsächlich, weißt du, was man dann machen kann? 1, 2 oder 3. Ob sie wirklich richtig stehen. Moment, 60 schon da gerade. Ich bin jetzt verwirrt. Es geht auf 80 die runter, aber schon gerade eine 60. Eine 6 so nicht. Das mache ich jetzt öfter. 1, 2 oder 3. Ob sie wirklich richtig stehen, sehen sie, wenn der Zug anhält. Wo die mittlere Tür wäre ja schwer, nur die mittlere Tür zu treffen. Aber. Und dann kommt da auch so kennst du 1, 2 oder 3 mit diesem Feuerwerk, ja, was aus der Tür rauskommt, wenn die richtig ist? Kommt da bei mir auch, so ein Spezialzug. Oh. Cool. Ja. Okay, jetzt darf ich wieder Gas geben, oder ist wieder verwirrend hier. Aber was ist Tempomat an? Aber der Tempomat ist hier gar nicht mehr angezeigt. Tempomat aus. Er lässt mich schon wieder nicht losfahren. Was soll denn der Quatsch? Kann ich irgendwo auch nochmal mit Tempomat? Ja, aber Tempomat erhöhen. Irgendeiner auf. Heute ist. Irgendwie bin ich heute verplant. Irgendeiner hat wieder vergessen, die Bremse zu lösen. So. Könnte sie dann bitte auch. Danke. Der denkt, ich darf nur 45, weil ich beim 1000-Hertz-Magnet Quatsch gebaut habe. Oh, Bremsen! Nicht Gas geben, falsch rum, Tempomat, hallo, dankeschön. Geil, wenn ich mit dem Talent fahre, muss ich öfter mit dem Tempomat fahren. Ich muss bremsen, ganz vergessen, habe ich gerade gesagt. Ja, schön dran vorbei. Nee, also noch nicht. Kann noch passieren, aber nee, passt. Aber ich habe gerade leider ein bisschen zu viel mit der Tempomat-Funktion ein bisschen rumgespielt, dass man ihn auch erhöhen und verringern kann. Bis mir dann aufgefallen ist, Moment, guck mal, da kommt eine 500 Meter auf dich zu. Zeitlich gesehen bin ich sogar zu früh. Geil. Krass. Nee, ich hänge jetzt noch mehr hinterher, weil ich... Ich bin eine halbe Minute zu früh. Holy shit. Dank des Magneten. So, kannst du mich jetzt endlich mal schneller fahren lassen? Drecksmagnet. Ich wollte den Schimpfwort-Counter noch ein bisschen abschrauben. Dankeschön. Darf ich wenigstens wieder 80 fahren hier? Machen wir das immer so. Dann habt ihr auch was davon. Gibt's zwei verschiedene Screenshots für die Parts. Ist doch bestätigt, danke. Ich hab ein bisschen was zu tun. Ich hab schon was zu tun. Potenziell beschäftige ich mich dann für zwei Thumbnails mit 2 Stunden. Damit, dass ich einfach mal Adobe Photoshop nutzen darf. Also nutzen kann. Das backt bei mir gerade nämlich sehr rum. Also sehr rum und nicht sehr rum. Photoshop rum. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich es öffne, dann fülle ich da was rein oder dann öffnet sich das Ganze. Dann sieht man ja hier, das sind die letzten Projekte, die man bearbeitet hat. Und dann... dann würde ich was reinziehen und dann funktioniert das nicht. Also dann mache ich das mit Drag and Drop, ziehe das rein und das funktioniert nicht und
hängt sich dann irgendwie auf und dann ist es eigentlich im Grunde genommen, ja, dann geht es eigentlich so weit, dass ich dann halt mit dem Taskmanager das Ganze dann schließe. Und ja, ich schließe das. Ach, ich gebe schon wieder nicht Gas, weil ich wieder zu. So. Und dann ist es halt quasi so ein. Ja, dann geht es halt immer so weiter. Taskmanager schließen, starten, versuchen reinzuziehen, hängt sich wieder auf, schließen. Taskmanager. Und dann immer so weiter, bis dann plötzlich eine Stunde rum ist oder man es 30 Mal gefühlt probiert hat. Moment. Tempomat ist hier auf 60. Der ist aber inaktiv. Warte. 60 km/h. Nice. I like it. Das ist echt schön. Das ist eine schöne Entdeckung. Fünfer habe ich jetzt so das. Oh, 80. Okay. Tempomat erhöhen auf 80 km. Also ich Stunde. habe schon so ein, wie nennt man das, Laufband? Nee, wie heißt das? Laufband. Nicht das Laufband zum Laufen, sondern dieses, wenn was am Bahnhof steht, wo die Geschwindigkeit. Ah. Ja, Weißt du, immer was ich noch meine? 80. Oh Gott. Entschuldigung. Da, das habe ich jetzt schon mit, da steht schon im Spiel drauf. Also nicht im Spiel, aber rein theoretisch würde es stehen. Wow. Ja, läuft, ne? Nicht mehr wenige Minuten später. Schon so präzise, dass man es angeben musste, ne? Zu viel zu spät, dass man da gehen muss. Vor allen Dingen, ja, ich meine, im Spiel fahren ja kaum Leute Dinge durch den Zittertor, ne? Aber in der Realität fährt er halt wirklich alle zur Hausstoßzeit, alle 5 Minuten Zug durch oder so. Oder alle drei. Hättest du schon ordentlich Züge aufgehalten. Oder du stehst halt dahinter und du darfst vom roten Signal anhalten. Weil die alle anderen Züge vorlassen. Weil der Fahrdienst halt mich schon kennt. Fahr mal vor, der labern fährt. Fahr mal schon mal, der kommt eh zu spät. Schicken wir nochmal 2 Züge durch in City Tunnel. Vorher. Dürfte klappen. Und dann kommen wir einmal pünktlich und es funktioniert. Ja, dann muss man aber auch konsistent zu spät fahren, zu spät sein, ne? Ja, Herr Bedan Laber, warum bedan sind Sie. be bedanken sich, bedanken Sie sich beim Lavan, dass es diesen Unfall gab. Der war heute mal das allererste Mal so pünktlich. Genau. Herr Laber, warum sind Sie pünktlich? Haben Sie in Bitterfeld gehalten? Was? Ja, passiert. Passiert. Ich bremse bis wieder mit Notbremse, ja? Ja, kann man mal machen. Also, Ich mach die irgendwie durchgängig. scheinbar kann man es auch immer häufiger machen. Ja. Naja, auf jeden Fall stehe ich. Ich könnte mal die. Die? Ja, die Weihnachtsbaumbeleuchtung. Ich habe hier voll Licht. Blende ja. So. Ist halt wieder schön ruhig hier. So. 19:11. Wo, wann bist du da? Was, wann, wie, was? Wie lange weißt du, wie lange du noch fährst? Wie lange fährst Also, du noch? ich habe noch Wolfenbitterfeld, ich habe noch Jesnitz, ich habe noch Ragun, ich habe noch Dessau Süd, ich habe noch Dessau Hauptbahnhof und das war's. Ja, das ist auch mal eine. Das sind noch so etwa 20 Minuten. Gut, ich bin jetzt im City-Tunnel. Oh. Müsste, ist es Willem Blauschner hier? Könnte ich ja ansehen, wie es aussieht. Muss ich mir jetzt aber nicht an. Nee, das dürfte Markt sein. Gott, schön Markt. verriegeln. Willem Blauschner ist ja der nächste. Ich war ja schon öfter. Jetzt geht's zu Willem Blauschner Platz gleich. Ja, vier, Ah, fünf Minuten habe ich immer noch. okay, Tempomat an. Wieso kann ich den so. Wieso ist das so. Kann den hochzuschalten, das ist doch dämlich. Das ist immer ein Klick und so weiter, das ist halt. Jetzt war ich auf 70. Ach,
60, 85, okay, das ist halt schon. Gab's dafür eine Taste? Lass es dafür eine Taste geben. Plus. Minus. Nee, das war nicht Minus. So ist das doch dämlich. Ich. 5 Kilometer pro Stunde Tempomat hochschalten mit einem Klick. Mausrad hoch loslassen. Klick, Mausrad hoch loslassen. Alter. Was geht? Mit dem Mausrad? Ach, Mausrad. Linke Maustaste meine ich. Mausrad wäre sehr geil. Geht das mit dem Mausrad? Ja. Nicht wirklich, aber. Irgendwie funktioniert das jetzt gerade. Ist ja merkwürdig hier. Ne, jetzt funktioniert es, geht das wie. Okay, never mind. Nicht rumspielen, voll in Eisen gehen. Ach, das war alles geplant. Oder so ähnlich. Ja, wie gesagt, ich habe 5-6 Minuten immer noch. Schauen wir mal. Ob ich da noch ankomme. Also ankommen sollte ich schon, aber. Okay, ich bin sogar auch relativ pünktlich. Trotz der Rumspielerei. So, jetzt sind wir in Wolfen. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ich hoffe, das wird nicht Wolfen ausgesprochen. Weil wenn es Wolfen. Das heißt Wolfen. Ja. Trust me. Gut. Wenn es Wolfen ausgesprochen werden würde, dann würde ich das erstmal. Ja. Ich wohne seit 2 Jahren in der Nähe. Ich war perfekt. Nein, ich bin, das war eher so möchte gern. Achso. Also ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich es weiß. Ich glaube es zu wissen. Also wenn es Wolfen ausgesprochen wird, dann sollten sie sich umbenennen und auch ein Haar dazwischen machen. Nee, das heißt hundertprozentig. Ja. Nee, irgendwer hatte das so mal erwähnt. Ich kenne ja. Jemand, der aus Bitterfeld kommt. Deswegen. Ja. Müsste das Wolfen heißen. Es gibt ja so verrückte Aussprachen auch innerhalb von Deutschland, wo man sich denkt, ja, hier. Bestes Beispiel: Train Simulator Filling oder Willingen? Da regen sich auch immer alle drüber auf im Train Simulator. Das ist ganz witzig. Wird halt mit V geschrieben. Ja, das ist aber auch so ein. Ja, Ja, gut. Gibt's nicht auch. Also, ich meine, es gibt ja Wörter, die das als F aussprechen, das V. Ich stehe schon wieder vom Bahnhof, weil ich in die Notbremse gegangen bin. Sehr gut. So. Aber es gibt doch bestimmt auch halt Wörter, auch im Deutschen, wo es halt. Keine Ahnung, wo es halt wie ein. W ausgesprochen wird oder sowas. Gibt's hundertprozentig. Das ist halt das Problem. Von dem Ortsnamen. Wie wird es denn jetzt ausgesprochen? Übrigens, was ich sehr nervig finde hier ist, es kommt mir vor allen Dingen seit. Oh, 70! Leck mich doch! Oder östlich wohne, oder Osten wohne, da tritt das Phänomen öfter auf, irgendwie. Irgendwie basteln die bei meinem Vornamen immer noch Buchstaben dazwischen. Die sagen nicht Jan, die sagen immer Jan. Und dann denke ich mir immer, Leute, wer hat denn das Haar versteckt? Wo ist denn dieses Haar? Ja, ist wirklich so. Gut. Denk mal so, Jan. Also mit so 10 Haar oder so. Mindestens. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Namen, aber ich habe ja nichts so ein Problem, mit dem man Namenwort ausspricht, aber ich weiß nicht. Ich würde da nicht auf die Idee kommen, das so auszusprechen. Also, ja. Das ist halt wieder das Problem von. Na gut, es ist zwar eine einheitliche Sprache, aber. Ich meine, bei noch regionale Unterschiede von Aussprachen. Ja, das ist es wahrscheinlich. Und Ausdrucksweisen und so weiter. Jetzt bin ich wieder zu früh. Irgendwie macht das alles gar keinen Sinn. Ja. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt in Jesnitz. So. 1751.
Dann schon vielleicht Leipzig in der und danach schon Konnewitz kommen. Ach, es regnet wieder, wie schön. Es regnet bei dir? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es bei mir regnet, müsste ich gucken. Gucken? Siehst du noch was? Ich stehe, ich bin im Tunnel. Nein, ich meine, ich meine jetzt nicht in-game, ich meine, out, ja, ja. Ach, du, draußen regnet es bei dir. Also, das, also soweit ich weiß, wird das, kann es in einem, oh Gott, nein, ich wollte die Tür nicht schließen, Entschuldigung. Ich mach wieder auf, Entschuldigung. Den Bahnhof habe ich jetzt auch ziemlich unterschätzt. Soweit ich weiß. Ich weiß nicht, auch bei den. Sind jetzt die Türen wieder auf oder nicht? Naja, perfekt. Ich weiß gar nicht. Ich meine, auch bei den Szenarien ist es so, dass quasi das Wetter und der Verkehr ja schon irgendwie vorgeneriert ist. So wie es halt jetzt hier halt auch ist. Also der Verkehr ist ja immer derselbe, so gesehen. Also für die Zeit ja, und so weiter. Aber dass das Wetter halt. Halt sich nicht verändern kann. Heißt, wenn es irgendwie sonnig ist, dann kann es irgendwie bewölkt sein. Also so. Ne? Ich glaube, in Szenarien geht das, aber ob das hier auch geht, weiß ich nicht. So, gleich haben wir 40. Weiß ich nicht, war das in Trains? Ach, in Trains und Leiter war es eigentlich auch schon möglich. Ich meine, es wurde ja quasi. Trains und Leiter hat sich das Szenario geändert. Das Wetter geändert, aber ich weiß nicht, ich nutze im Fall im Trains und Leiter halt keine freien Fahrten. Ich fahre dann nur Szenarien, deswegen da ändert sich aber zum Beispiel. Ja, okay. Ja, gut, dann. So, nächster Bahnhof könnte bei mir schon Konnewitz sein. Richtungsschaltung vorwärts. Leistung aufschalten und gib ihm. Also gib ihm bis 40, weil ich sonst wieder gleich zwangsam habe. Das waren ja jetzt viele Meter 40. Da steht ein 40er-Schild und 2 Meter weiter ist wieder ein. Ach nee, das ist am nächsten Signal. Warum fahre ich denn jetzt schon 40? Ein bisschen beschleunigen kann ich eigentlich. So das gelbe Signal vor mir. Nochmal meine ich volle Möhre. Ich habe doch Angst, dass ich gleich wieder in die Bremskurve reinsause. Wenn ich jetzt voll durchdrücke. Das wird mir hundertprozentig passieren. Jetzt bin ich schon wieder zu früh, oder bin ich wieder zu früh sein? Auch wieder ein Gegenzug. So. Ich fahre die ganze Zeit 40, muss ich eigentlich nicht. Ich habe ja eigentlich schon genug Verspätung. Sicher? Aber ich habe jetzt echt keinen Bock auf eine Zwangsel. Fahre ich jetzt 1,3 Kilometer 40 oder fahre ich jetzt Gleis? Oder hier, ab hier ist 40 angekündigt. Kann sich ändern, was die Signale sagen. Oh. Ist dann halt wie es ist, ne? Vorsignal, ja, Vorsignal. Da ist 40. Oh, nein, ich bin bei 40. Das wird jetzt keine Zwangse. Boah. Ich bin mir jetzt wieder irgendwie. Weil da liegt nämlich so ein netter Magnet und wenn ich da über 40, der. Nee, mein Freund, bis hierhin und nicht weiter. Zeige ich dir, wo die Frosch die Locken hat. Oder weitere Sprüche, die das ähnliche aussagen. Ja, ich hoffe oben auf dem Kopf. Dann zeige ich dir mal, wie der Hase läuft. Wir fallen noch weit rein. Oh ja, das ist die Zeit. Also kleine Randinfo für dich, dass er die erste Folge ist. Deutlich kürzer, also wird wahrscheinlich deutlich kürzer sein. Wir sind jetzt mittlerweile. Ja, ich weiß. Wir sind jetzt 10 Minuten drüber ungefähr von der anderen, also.
Ja, ich habe gedacht, erstes 30, zweite 45, das könnte passen. Zumindest bei mir. Aber ist eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt oder so schlecht, weil so haben wir dann eine Woche Zeit, mal vorab zu produzieren. Nein, ich muss wieder warten. Okay, nee, ich muss. Oh nein. Hatten wir ja letztes Mal auch. Das waren 2 Wochen. Ja. Na gut, nur halt jetzt ist es halt wiederum nicht so, ne? Ich bin in 400 Metern an meinem Ziel angekommen. Okay, ich habe noch 11 Kilometer bis Dessau Süd und danach muss ich, glaube ich, nochmal. Oder war Dessau Süd Ende? Nee, Dessau Süd ist nicht Ende. Dessau Süd ist der vorletzte. Aber Dessau Hauptbahnhof ist ein paar Meter danach. Vorletzte Bahnhof, das ist. Höchstens 1-2 Kilometer. Was sagt die Verspätung? Geht? Warum bin ich jetzt auf einmal pünktlich? Echt? Ernsthaft? Wow. Also ich bin eine Minute zu spät jetzt hier in Konnewitz. Ja. Aber das war, ich war die ganze Zeit 5 Minuten zu spät. Zwischen City Tunnel. Ja, wie gesagt, man kann das zwischendurch halt doch echt Zeit gut machen irgendwie. Also, ja, ist halt wie gesagt, also es gibt halt irgendwie so Streckenabschnitte, die dir halt wirklich quasi nichts verzeihen, sag ich mal. Und wo die dir halt jeder kleine Fehler kann da halt, ist dann halt, ne, Zeit weg. Sei es zu früh bremsen oder zu spät oder sowas in der Richtung. Ich vergaß, es tut mir leid. Dann machen wir den wieder aus und lassen uns ein bisschen ausrollen, bis wir bei 118 sind. Jetzt fahren wir unter, dann fahren wir halt nicht 120, sondern ein bisschen. Okay, nevermind, das geht nur auf Dings. Dann fahren, dann bekommen wir nur 15 Punkte und nicht 30 Punkte, weil das System halt, also die Punkte, das Punktevergabesystem halt rumbuggt und dann geht's doch. Ach, ist halt weird mit dem Punktesystem. Was ich. Ja, stimmt, man kann bei dem Talent keine ZZ da anschalten, ne? Ein bisschen schade. Das ging ja irgendwie nicht. Das ging ja nur beim den Bestückwagen. Oder geht das mittlerweile? Müsst ihr schauen? Sicher hier irgendwo. Gut, ich bin am Zielort und sehe meine Statistik. Also zu schnell gefahren bin ich nicht viel. Aber man sieht diese ganzen Bremsungen hier drin. Warum sind hier so viele Bremsungen? Ach ja, dann die Bahnhöfe. Ich hätte mir die gesagt, warum bremse ich so häufig mit dem Zug? Stehe ich gar nicht. Ich bin übrigens Level 21 mittlerweile und auf Rapid Transit Level 11. Also das bin ich, glaube ich, locker die meiste Zeit gefahren. Also Offscreen auf 4. Als das damals, vor allem als das damals rauskam. Haltegenauigkeit 102, 66, 1,54, 50, 91, 13, 3,3. Ich sitze nicht so super, aber gut. Dass man das nicht runterscrollen kann, die Meinung angucken kann. Dass man was nicht angucken kann? Gut. Man kann nur die ersten 5 Bahnhöfe, die ersten 6 Bahnhöfe angucken, wie gehalten man genau da gehalten, wie genau echt? Man da gehalten hat. Komisch. Ja, in der Auswertung. Da kommst du nicht runter. Ich wüsste nicht wie. Hier ist kein Balken, den man ziehen kann, kann ich scrollen. Ich weiß nicht. Gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Und wer noch länger schauen will als diese Zeit, kann bei Francesco schauen. Video übrigens, das wollten wir noch, sollte ich schon mal dazu gucken, dazu sagen, auf dem i oben findet ihr das Video zu dem anderen, hätten wir am Anfang sagen sollen. Und geht gleich auch im Abspann, also bei mir wahrscheinlich schon jetzt im Abspann, während ich hier quatsche, also die letzten 20 Sekunden des Videos immer, seht ihr das Video verlinkt, meistens bei mir links unten im Abspann, i oben und in der Beschreibung ist es meistens auch noch. Ja, falls ihr die andere Sicht sehen wollt. Gut. Heißt meistens ist auch. Eigentlich ist auch. Es sei denn, ich bin zu blöd und vergessen. In der Regel. Das war die meistens. Gut, dann sage ich schon mal Tschüss. Und dann der schon mal noch ein bisschen. Tschüss. 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 So, und jetzt exklusiv beim Francesco. Jetzt müsst ihr. Ach, ist das gemütlich. Wie weit musst du doch? Ich habe noch 3,7 Kilometer bis Dessau Süd und danach nochmal, ich glaube, 4 Minuten, bis ich dann halten muss in Dings. Ja, nicht ich glaube, sondern danach muss ich halt nochmal 4 Minuten warten, bis ich, habe ich noch 4 Minuten, bis ich dann in den Hauptbahnhof bin und dann fertig bin. Ist ja gut. Aber sind jetzt noch so etwa, 8 Minuten im Moment. Ja, sind noch ungefähr 7 Minuten. Aber das ist schon entspannt, also ich habe so gesehen fahre ich ja jetzt mehr oder weniger zumindest mit einem Sicherheitssystem oder mit einem
System mit einem ja, Feature. Ist ja mehr ein Hilfssystem. Jetzt kann ich nicht unbedingt sicherungsrelevant. Ich kann nicht mehr reden. Sicherheitsrelevant, ja, wollte ich sagen. Aber ein, es ist halt wirklich schon entspannt, abgesehen davon, dass man zumindest, wahrscheinlich gibt es auch für eine Tastenkombination. Ne? Ja. Muss gleich auch nochmal gucken, während ich dann gucke, für wegen diesem Menü, was ich jetzt gerade nochmal einblende. Kann natürlich auch sein, dass man das halt irgendwie aktivieren und deaktivieren kann. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ich sollte mal, ich bin einen Kilometer vorher, ich könnte mal. Soll ich mal bremsen? Ja. Bist du vor Dessau Süd? Ich bin vor Dessau Süd, ja. Ich bin da viel zu früh. Ich bin jetzt bei. Zeitlich bin ich bei mir gerade jetzt bei 20 Sekunden bei 28 und ich bin da mit einer Minute zu früh. In etwa. Okay. Ja, gut. Aber es passt, ja. Gut, zu früh kann ich, ist nicht schlimm. Ich glaube, ich hatte noch nie jemand beschwert. Oh, mein Zug kam zu früh. Ja, eigentlich nicht. Es sei denn, er fährt zu früh los, ne? Ja, das ist ja was anderes. Das habe ich regelmäßig, weil ich ja so manchmal so ein bisschen so noch ein letzter Drücker verplanter Mensch bin, regelmäßig mit der Straßenbahn. Dass sie dann wirklich ein paar Minuten früh abfährt. Viele Leute sind dann halt eine Minute früher da. Aber ich komme da genau, wenn die abfahren sollte, dann fährt sie dir vor der Nase weg. Na, ist immer ein bisschen ungünstig. Jetzt haben wir sogar so viel Zeit, wir können sogar aussteigen. Muss man wahrscheinlich, aua, es gibt, umgucken. Oh, hier haben wir eine Tafel, dann machen wir mal die Streckenkarte hinzu. 2 von 25. Wenn wir schon mal hier sind und nichts zu tun haben. Musst du die auch alle neu sammeln, vermutlich, ja, ne? Ja, also gar klar. Das wollte die DTG einfach nochmal gönnen, den Spaß. Wollten die eigentlich nur nochmal den Spaß des Auflevels und des Starten Karten sammeln und so gönnen. Ja, das ist halt, also das ist halt das Problem. Das ist halt von Trainsim World. Was ich auch sehr merkwürdig finde, weil bei Train Simulator ist es ja quasi, sind die Speicherstände ja auf Steam quasi hinterlegt. Also ich habe ja halt dort immer noch denselben Stand wie damals. Dann ist es wahrscheinlich so, dass ich das auf Steam hinterlegt habe, weil ich mich da nicht angemeldet habe. Und du das dadurch, dass du dich angemeldet hast, bei DTG hinterlegt habe und die Daten gelöscht haben, aus Versehen, absichtlich oder warum. Ja, das kann ich mir wiederum auch nicht so wirklich vorstellen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt bei Train Simulator mich da angemeldet habe. Aber ich meine, also so gesehen haben sie ja die Möglichkeit und sie wissen, dass es geht und sie wissen auch, wie es geht. Vielleicht war es ein Fehler, keine Ahnung. Okay, kommst du doch mal. Weiß nicht, also ich sag mal, ist es halt nicht wirklich relevant? Weil, also, nee, also ich sag mal, bei Train Simulator ist es halt in Anführungszeichen relevanter. Ich sollte mich jetzt mal beeilen. Echt? Bei Train Simulator habe ich mich noch nie darum gekümmert. Bei TSW kümmere ich mich eher darum. Also ich eigentlich auch nicht, also, aber das motiviert einen. Es ist halt insofern relevanter, weil du dich halt direkt vergleichen kannst mit den Leuten, die das Spiel halt auch haben. Ne? Also da gibt es ja quasi so ein Punktesystem, man kann sich mit halt Freunden vergleichen. Aber ich habe halt nicht viele Leute, die ich in meiner Freundesteamliste habe, die das auch haben. Also ich auch nicht, drei. Aber halt für Leute, die halt wirklich viele Leute haben, die das Spiel spielen, da ist halt Train Simulator halt doch schon nice. Also keine Ahnung, vielleicht wird das ja später nochmal irgendwann in Train Sim World integriert. Ich weiß es nicht, ich kann es mir zum einen vorstellen, weil warum nicht? Zum anderen kann ich es mir halt nicht vorstellen, weil die Prioritätenliste wahrscheinlich da halt überhaupt nicht liegt. Auch wenn es halt wahrscheinlich relativ simpel machbar ist in einem kleinen Patch von, was weiß ich, 10 Megabyte oder sowas in der Richtung. Ja, aber keine Ahnung, ist halt wie es ist. Also, was ist halt wie es ist. Also man kann halt bestimmt, ich wollte gerade sagen, man kann bestimmt schon dagegen vorgehen. Man kann bestimmt da irgendwie. Jetzt ist gerichtlich DTG verklagen. Ich will meine Daten wieder. Ja. Sowas in der Art. Also man kann ja bestimmt irgendwie, was soll ich sagen, ja hier. Man könnte jemanden anfragen und fragen, aber also mich würde es nicht so stören. Ist halt nicht wirklich relevant genug. Also, ich glaube, es wird halt irgendwie mehr, also weiß ich nicht, also prinzipiell, wenn sie sagen, sie sind sogar, wenn du mal, also
Ich gehe jetzt auch nur davon aus, von dem, was du, glaube ich, letztes Mal gesagt hattest bei GWR, bei der zweiten Folge, dass, oder bei der dritten, bei der ersten, ich weiß gar nicht mehr, dass sie halt, dass sie wohl dran, oder dass sie wohl mit einem Multiplayer spielen oder mit dem Gedanken. Also ich glaube, es würde halt mehr Sinn machen, irgendwie ein sinnvolles Multiplayer-Konzept irgendwie in Anführungszeichen einzureichen, als halt irgendwie sowas anzubringen, auch wenn das halt eher so eine Kleinigkeit ist. Aber ich glaube, das andere bringt halt mehr Anklang. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es integriert ist, ist halt bei einem beim Konzeptvorschlag, glaube ich, höher. Das kann sein. Aber gut, das kann natürlich auch nur sein, dass es halt nicht so ist, aber ich könnte es mir, oh Gott, ich könnte es mir vorstellen. So, ich habe noch 700 Meter bis Dessau Hauptbahnhof. Und da bremse ich mal ganz entspannt rein. Ausnahmsweise. Hast du 700, ich dachte gerade 7 Kilometer, aber das. Nee. Dann bist du ja auch gleich da. Dann. Genau sogar jetzt, also noch nicht jetzt, aber ich bin gerade am Halten. 10 Meter, 9 Meter, 7 Meter, 5 Meter, 4 Meter, 2 Meter. Sogar perfekt gehalten. Nochmal zum Schluss. Also war schon angenehm. Aber nicht richtig rechtzeitig, also rechtzeitig genug, dass ich wahrscheinlich, obwohl, weiß ich gar nicht, volle Punktzahl, habe ich da volle Punktzahl bekommen? Und schauen wir mal, was bei nächster Folge. Wollen wir nächste Folge wieder TSW? Gucken wir mal, ne? Werdet ihr dann sehen, was dann nächste Was? Folge kommt. TSW? Was? Oh, ich dachte, was nächste Folge kommt, werdet ihr sehen. Wir haben ja Ach das so, Format für andere Simulatoren offen gelassen. Bus-Simulator fällt uns da zum Beispiel ein. Oder ITS-2, so die Klassiker. Mal gucken. Wobei Zielvorgabe dem erfüllt. Damen-Sonntagsfahrer könnte man ja auch noch Lust hat. Oh, Tatsache, es werden echt nur 6 angezeigt. 6 Ja. Halte. Das ist aber sehr schade. Das habe ich auch gedacht. Ich hoffe, das wird nochmal nachgereicht. Also, weiß nicht. Ich fände es halt schon cool, wenn man halt bei allen Halten, die man hatte, die Genauigkeit angezeigt bekommt. Also ich fände es auch besser, ehrlich gesagt, weil das wäre irgendwie. Vielleicht auch irgendwie Da noch könnte in der man. Statistik irgendwie was weiß ich, die Haltegenauigkeit irgendwie in Prozent, was weiß ich, von 0 bis 100 Meter oder irgendwie sowas ist dann halt, also, keine Ahnung, 61 Meter Haltegenauigkeit sind halt, was weiß ich, 100 minus 61,6%. Ja. Aber mittlerweile bin ich Level 7, Level 5 von Rapid Transit und Level 5 vom Talent. Ja, passt doch. Insgesamt Gut. fast 26.000 Punkte bekommen. 25.933. Ja. Dann. Dann auch hier, tschüss, der zweite Part ist von mir jetzt doch fast eine Stunde lang geworden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächsten Sonntag um 18 Uhr und schaut da auch mal bei Labern vorbei. Ja, Und und wenn es euch ja. gefällt, dann auch gerne vielleicht Vorschläge fürs Format Sonntagsfahre in die Kommentare und Gut, von mir auch. Tschüss. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.